Ja, hallo liebe RC-Freaks und willkommen zu diesem neuen Unboxing. Und zwar heute meine neue Kamera, endlich die Canon EOS 700D mit dem 18-55mm Kit-Objektiv. Da sehen wir sie und machen wir mal auf. So, da springt uns schon mal direkt eine DVD entgegen. Sieht irgendwie aus wie so eine Ergo-Werbung irgendwie. Keine Ahnung warum, erinnert mich gerade daran. Ja, es ist so ein Tutorial zum Fotografieren. Weiß nicht, ob ich das brauche, aber egal, ist dabei. Gut, dann hier die Bedienungsanleitung in 4 Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch. So, ich kann auch mal beiseite legen. Und hier ist der Rest dran. Schöner Anblick. Hier der Kameragurt, den werde ich aber wahrscheinlich nicht nehmen, weil ich solche Gurte irgendwie gar nicht mag. Ich weiß nicht warum. Ich habe die Kamera lieber so in der Hand. Ja, da steht jetzt aber nicht mehr EOS 700D drauf, sondern nur noch EOS Digital und Canon. Warum auch immer, keine Ahnung, warum sie das geändert haben, aber egal. Brauche ich eh nicht. So, dann haben wir da das Objektiv. Das lege ich aber erstmal beiseite. Hier ist, glaube ich, ein USB-Verbindungskabel drin. Müsste eigentlich. Ja. Nee, das ist das Netzteil. Zum Akku aufladen später. So, da ist es. Das Ding verbindet man nämlich mit der Ladestation, wo dann später der Akku reinkommt. Gut, dann haben wir hier diese gerade genannte Ladestation. Das kommt da einfach rein und dann in die Steckdose. So, dann haben wir hier den Akku. Der ist nochmal in so einer Schutzkappe drin. Weiß nicht, ob das viel bringt. Nur, dass die Kontakte geschützt sind. Aber weiß nicht, ob man das braucht. Da für die Leute, die es interessiert, das, was für ein Akku das ist und die ganzen Informationen dazu. Ja, dann ist hier das USB-Verbindungskabel. Es müsste Mini-USB auf normalem USB sein. Ja, hier sehen wir das nochmal. Ja, müsste Mini-USB auf USB sein. So, hier ist jetzt das Objektiv. Das ist diese STM-Variante mit dem Ultraschallfokus. Ja, hier sieht man das auch nochmal alles. Stehen nochmal die ganzen Informationen dazu drauf. Ja, dann können wir die Abdeckkappe auch wieder drauf machen. Ja, hier sieht man nochmal den Anschluss. Machen wir aber auch mal wieder zu. Brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, so kann man dann ranzoomen. Und so fokussieren. Ja, hier können wir dann noch einstellen, ob Autofokus oder manuell. Und den Video- und Fotostabilisierer anschalten. Oder auch aus. So, und jetzt haben wir hier das Herzstück des Ganzen, die Kamera selber. Da ist sie verpackt in dieser Knisterfolie und nochmal in so eine Art Papier, wie man das auch immer nennt. Und da ist sie auch selber. Ist schon deutlich schwerer als die jetzige Kamera, aber kann auch deutlich mehr.
Sieht auch super aus, finde ich. Von der Verarbeitung her auch klasse. Hier können wir das Display aufklappen. Noch schön sauber alles. Ja, hier fürs Stativ. Das Gewinde. Und hier der noch saubere Spiegel und Sensor. Alles noch sauber. Und stellen wir mal da eben hin. Machen wir das Objektiv mal eben drauf. So, ich habe es hier erst nicht geschnallt, welche Richtung man das drehen muss. Das muss man nämlich nach rechts drehen. Bei der alten Nikon-Kamera muss man es nach links drehen. Aber egal. Hier haben wir jetzt die Kamera. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag und tschüss. Yeah.